Thank you.
Frontscheinträger. Wuhu! Aufmerksamkeit.
Holz. Gleich dahinter im Anschluss an den Transatlantikzug kommt der diesjährige Dresdner Riesenstollen. 1860 Kilogramm, Länge 2,76 Meter, Breite 1,39 Meter, Höhe 87 Zentimeter. Da kommt der Dresdner Riesenstollen 2021. Ist das nicht schön? Guckt euch das mal an. So, und jetzt kommt die kniffligste Aufgabe für den Reinhard. Reinhard ist wirklich der Mann am Sprecher. Da muss nämlich das Ding jetzt hier in einem relativ kleinen Radius um die Ecke kriegen. Aber für den Reinhard ist das kein Problem. Du sollst ein bisschen aufpassen, liebe Fotografen, obacht, dass hier nichts schief geht. Auch perfekt eingepackt. Und das ohne irgendeine Einparkhilfe oder irgendeine Pieper. Der Reinhard macht das alles mit Augenmaß. So, perfekt. Oh, guck mal, da ist die Rindchen wieder und da war unser Stollenmädchen, die Nelly. Hallo und herzlich willkommen zurück. Nelly Köhler, 17 Jahre jung, im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung zur Bäckerin in der Schaubäckerei. Ulrich und das Stollenmädchen ist die gesamte Stollensaison über auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, bei ganz vielen Veranstaltungen in und um Dresden, aber natürlich auch darüber hinaus und präsentiert den Dresdner Stollen als Botschafter. Ja, wir dürfen die Dresdner Stollenbäcker und Konditoren hier in Köln. Schaut mal, so viel Schönheit und so viel Leckeres. Ja, unsere Stollenbäcker und Konditoren. Ach mein Gott, ihr seht es. Apropos Schönheit, das funktioniert immer. Genau, und anschließend kommt dann auch gleich der päpstliche Butterbrief hier an der Bühne vorbei. Ja. Ach, guck mal, das sieht schön aus. Ups, Vorsicht! So Dominos scheint es ganz schön schwer, wenn man ihn wirft. Ja, eine original Dresdner Erfindung. So was Leckeres. Und das reicht aber für heute. Wir müssen mal noch ein bisschen was fangen. Und wir sehen So, wir sehen jetzt hier nochmal wichtig, das ist der päpstliche Butterbrief, der jetzt hier direkt vor der Bühne parkt. Ja, da drehen wir mal rum, dass wir das auch lesen können. Sehr schön, päpstlicher Butterbrief. Ja, die Geschichte. Der päpstliche Butterbrief von 1491 wird auch Dresdner Butterbrief genannt. Es war quasi ein Bittbrief von Kurfürst Ernst von Sachsen und seinem Bruder zur Aufhebung des Butterverbotes. Damals wurde dann extra in dieser historischen Brief geschrieben, 1491, um gehaltvollere Zutaten zu erlauben, um da ein bisschen für gute Laune und Stimmung zu sorgen und um wieder schlemmen zu können. Deshalb gab es den päpstlichen Butterbrief. Und es gibt Bundesländer, am 17. Mal beim Stollenfest mit dabei, dicht gefolgt vom militärischen Regiment. Der Traditionsverein Infanterie-Regiment Sachsen-Weißenfeld 1707 bis 1745 e.V. Das legendäre Stollenmesser ins Spiel. Schau mal. Ja, und das ist, er wurde 1994 erstmals der Dresdner Öffentlichkeit präsentiert. Und das ist 12 Kilo schwer, das Original Stollenmesser. Und damit wird dann übrigens auch der Riesenstollen original. So, hier wieder die Müller, die Dresdner Mühle, der Mist, ohne Mehl geht gar nichts. Und das gilt natürlich auch für den Dresdner Christstollen. Also herzlich willkommen, die Müllerinnen und Müller. Und da sind wir jetzt schon bei den Zimmerleuten. Hallo! Mit Badeofen und Badewanne. Das ist doch kein Kamera. Ach, der Kamera war schon. Das ist jetzt die W1000. Das waren die, die vorhin das Einhornkorbband haben, wo so hochfarbener Dampf rauskam. Also die Innung, Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Dicht gefolgt. Achtung, jetzt geht's nuscheln. Jetzt kommt die Fleischer. Die Fleischerinnung Dresden. Alles alle? Alles alle. Und ihr habt euch Nuscheln verteilt. Ja. Das ist der Hersteller e.V. 90 gegründet. Wurde garantiert in erster Linie für Holzkunst und deren Hersteller. Und wir sind mit einem lebendigen Nussknacker mit am Start. So, da kommen wir mal die Radeberger. Der Radeberger Spielmannszug. Genau,
Damen und den Herren in die weißen Mützen tragen, die die Vielfalt verantworten, die einfach gebacken haben und die Lernschätze geschaffen haben, eine Süßelekerei, auf die die meisten der Leute wirklich achten und die sie kosten und die sie trinken. Sehr schön. So, guck mal, also wir haben es ja vorhin gehört, dieses Riesenstollenmesser, 12 Kilo schwer, nach historischem Vorbild. Also das heißt, die Jungs haben da jetzt auch ganz schön was zu halten. Und Melli Köhler, unser nächster Stollenmesser, wird hier mit Schirmherrin auch des Stollenfestes. Wird dann ganz schön Kraft im Oberarm benötigen, um das Messer auch wirklich zu betätigen. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Riesenstollenmesser, ich sag's nochmal, 12 Kilo schwer. Das muss also wirklich erstmal gehältet werden. So, jetzt also gleich da schon. Wie gesagt, die Abmaße des diesjährigen Riesenstollens original, wie das im Jahr 1730 aussah. So, sehr schön. Und das wird hier eben noch traditionell gemacht, weil ich habe gesagt, ja, nächstes Mal sehen wir die Kettensäge, aber hier hat das eben, hier hat das alles noch Tradition. Ja, eben, nein, weil das will, dauert das auch einen kleinen Moment. Genau, das Messer wird dann, genau, wir zeigen das dann gleich nochmal hier in die Richtung. Ja, genau. Ich sehe mal noch so viel, ja, jetzt. Ja. Das hat ein Stück in der Hand, so. Und jetzt die große Bühne, genau, zeigt das auch mal Richtung Bühne. Ja, guck mal. So, sehr schön. Jetzt hängt die Angel hinten. Ja. Sehr schön. Und wunderbar. So sieht das toll aus. Meine Damen und Herren, der Dresdner Riesenstollen ist angeschüttet. Gerne nochmal einen großen Applaus für diesen historischen Moment. Melli, ja, jetzt. Unser Stollenmädchen. Ja. Das 70 Jahre toll. So, nochmal Dankeschön an euch drei. Dankeschön an den Schutzverband Dresdner Stollen. Dankeschön natürlich an alle Gäste, die heute hier sind zum Dresdner Stollenfest. Ihr seid großartig. So, jetzt genau. Wir werden jetzt auch gleich Gelegenheit bekommen, hier oben auf der Bühne zu kosten. Ja. Super. Und des Weiteren, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier die Möglichkeit haben, auf dieses vielleicht mal den Denkanstoß zu geben, weil wir merken in den Vereinen, in den Innungen, dass durch diese ganzen Verordnungen die Mehrkosten, die dadurch entstehen und auch andere Dinge, wollten wir eben einfach mal sagen, man muss mehr zusammenarbeiten, über die Probleme sprechen. Und gerade in der heutigen Zeit ist so ein Fest ja eine gute Sache, wo alle sich erfreuen können und wir das Weihnachtliche wahrnehmen dürfen. Und von daher glaube ich, die Traditionen sollten gewahrt werden. Jedoch muss man ganz klar sagen, wenn es so weitergeht bei den Behörden, wäre es sehr schade, wenn der Stollenumzug oder andere Dinge wie unsere Maibaumstellen oder sonstiges eben aus Kostengründen dann leider abgesagt werden müsste. Und das wäre für unsere Stadt und auch für unser Handwerk nicht schön. Okay. So, Ministerpräsident hat das Mikrofon. Aussage, wir werden nicht mit mehr Bürokratie und mehr staatlicher Regulierung durch diese Zeit kommen, sondern nur mit mehr Freiheit, gegenseitigem Vertrauen. Und man muss mit denen sprechen, die es jeden Tag machen. Mit den Zimmermann-Leuten, mit den
Fleischern, mit den Bäckern, mit denjenigen, die auf dem Bau sind und sagen, pass auf, was sind die, die wirklich zu viel sind, die nehmen wir weg. Wir wollen das nicht, wir wollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern wir wollen etwas für dieses Land leisten. Da sind wir sehr, sehr bei euch und teilen diese Einschätzung. Ich denke, wenn das Ziel erreicht ist, am Ende auch der finanzielle Rahmen für die Klimaorte da ist, dann können wir alle genau, das ist ja der Plan, der diese Chance muss verkauft werden. Und ich gucke jetzt auch gleich direkt noch einmal weiter zu dem Mann, der die Haare schön hat. Der Mann von der Friseur-Club. Ihr habt ja auch das Stolz. Jedes Mal wieder ihr Neuspaß. Ihr seid da wirklich auch mit ganzem Herzen dabei, also auch als Friseure, als Handwerksmeister und sagt, klar, beim Festumzug sind wir mit am Start. Also beim Umzug leider, meine Kollegen stehen am Stuhl, ja, deswegen bin ich heute leider der einzige Vertreter, ja. Aber natürlich, wir machen unser Handwerk genauso mit Leidenschaft, wir sind ganz nah dran an den Menschen, an den Kunden. Und das macht unheimlich viel Spaß und gibt ein tolles Feedback. Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist wahrscheinlich Termin an Termin, oder? Alle wollen nochmal hübsch sein zu Weihnachten? Ja, also Weihnachten ist das Fest der Familie und für die Familie macht man sich natürlich besonders schick, ja. Und das merken wir natürlich in den Läden jetzt auch. Die Terminbücher sind da gefüllt, also wir brauchen auch jede Hand wirklich, um unsere Kunden glücklich zu machen. Genau so soll es ja auch sein. Dafür steht ihr ja auch. Ich hätte jetzt fast gefragt, der André ging nämlich immer so rum, wo wir jetzt schon mal einen Experten haben. Was trägt denn der Mann heutzutage oben auf dem Kopf rum? Ja, also die Männer, die werden also immer eitler und immer Anspruchsversagen, ja.